Meine typische Aufgabe zu den Faraday-Gesetzen. Ausgangspunkt ist folgendes, und zwar hatte mich jemand gefragt, ob ich mal mich solchen Aufgaben widmen kann. Und zwar berechnen Sie die elektrische Spannung, Ladung wird es heißen, die zur Gewinnung von 1 Kilogramm Reinstkupfer erforderlich ist. Zweitens ermitteln Sie die erforderliche Stromstärke, damit in einer Stunde jeweils 1 Kilogramm Kupfer abgeschieden wird. Dazu sollte man wissen, dass das per Elektrolyse passiert. Ich lasse jetzt mal den ganzen anderen Kram weg. Man macht es auch in der Technik so, elektrolytisch das Kupfer aus allen möglichen Beigaben herauslösen mit einer schwefelsäurehaltigen Lösung. Und dabei entsteht also Kupfer, entstehen Kupferionen. Ich gehe auch übrigens darauf. Hier steht siehe links. Ich weiß, dass das rechts ist. Hier oben erscheinen immer links. Hier drauf achten. Deswegen habe ich das Feld so gemacht. Das Video wartet hier, wenn man am PC sitzt. Also hier kann man ruhig raufgehen und mal gucken. Da geht es zu faradayschen Gesetzen überhaupt. Also wie die zusammenhängen und so weiter und was man damit macht. So, dann muss ich das nämlich jetzt nicht nochmal erklären. Und es geht halt so per Elektrolyse und es bildet sich dann reines Kupfer an der einen Elektrode. Und jetzt ist es immer günstig, dass wenn man solche Textaufgaben, Sachaufgaben, wie man auch immer sagt, hat, dass man die erstmal zusammenfasst, was ist denn überhaupt gegeben? Was steckt denn hier drin und was weiß ich schon? Und das habe ich, das ist eine typische Vorgehensweise, werde ich vielleicht hier nochmal einen Link dazu anfertigen. Wenn man das schön cool macht und hinschreibt, was man hat, dann kann man das sehen und was man sehen kann, das kann man dann auch berechnen. Also immer schön viel schreiben. Das geht besser und schneller, als wenn man lange grübelt und dann doch alles falsch macht. Also, wir wissen, die Masse von Kupfer ist 1 Kilogramm. Wir wissen, die molare Masse von 63, also Kupfer von 63,546 Gramm pro Mol. Übrigens, wenn ein U, das kann man schön im Periodensystem nachgucken, wenn nicht ein U, wenn ein Atom Kupfer 63,546 U schwer ist, das ist ganz gering, dann ist ein Mol davon eben 63,546 Gramm. So, und wir wissen, dass in diesem Fall hier, ne, Cu2SO4, also zweiwertig das Kupfer, dass die Wertigkeit des Kupfers manchmal ist 1, aber meistens doch 2 ist und auch in diesem Fall bei der elektrolytischen Abscheidung ist es 2. So, gut, dann wissen wir das auch schon. Und wir wissen die Faraday-Konstante, ich lasse jetzt mal die Kommastellen da hinten weg, von 96.485 Coulomb, das ist eine Ladung, pro Mol. Immer noch mal dran denken, ich gehe drauf ein, was das bedeutet. Ne? Also, ich werde hier den Link kann ich nur einmal anfügen, einfach noch mal draufklicken oder mit dem Finger das i sichtbar machen oder mit der Maus. Dann kann man da draufklicken und dann sieht man, da geht es zu den Faraday-Gesetzen, um die Erklärung noch mal zu sehen. So, dann, was ist denn gesucht? Worum geht's? Also, erstens, ich möchte die Ladung haben. Und zwar für 1 Kilogramm Kupfer. Die Ladung, die ich brauche, die Ladung, die ich transportieren muss, damit sich 1 Kilogramm Kupfer abscheidet. Und zweitens, ich möchte den Strom. Ich mache das immer gerne in Klammern von. Ne, das ist wie eine Art Funktion von. Den Strom für 1 Kilogramm Kupfer pro Stunde. So soll sich's absetzen. Wenn ich das in einer halben Stunde brauche, brauche ich wahrscheinlich nur einen halben Strom und so weiter und so fort. Na gut, so ausgehend von dem, sagen wir mal, von der Formel, die die faradayschen Gesetze letzten Endes beide vereinigen, sage ich, okay, die Formel schreibe ich erstmal hin. Und im ersten Fall, ich habe es hier in diesem Fall gehighlightet, man sieht es, das Q soll alleine stehen. Wie man Gleichungen umstellt, da habe ich eine ganze, ganzen, sagen wir mal, Online-Kurs dazu gemacht, da kann man sich die verschiedensten Varianten von Gleichungen angucken, wie man das macht und da kann man vom Urschleim bis zu später üben. Und wenn ich das also sage, ich stelle mir die Formel so um, dass Q alleine rechts stehen bleibt, dann sieht das wie folgt aus. Dann heißt das M mal Z mal F durch Groß M ist gleich Q, dann steht Q alleine. Und das Einsetzen, das machen wir dann gleich gemeinsam, ich werde das Video anhalten. Dementsprechend mache ich das mit der gleichen Formel. Weiß aber, dass die Ladung sich aus Strom mal Zeit zusammensetzt. Ich kann das ruhig durchstreichen, wie früher beim Kürzen. Ne? Ich streiche das durch und schreibe ersatzweise aber das hin, was Q wert ist, nämlich I mal T, Strom mal Zeit. Und stelle dann die ganze Formel wieder so um und habe diese Formel auch. Und jetzt mache ich Pause und ihr zu Hause macht das auch. Schnappt euch die Formeln und setzt mal die bekannten Werte ein und dann sehen wir uns.
gleich wieder. Dann zeige ich, wie die Auflösung funktioniert. Pause jetzt. Ihr auch Pause drücken und dann guckt ihr, wie es weitergeht und ob ihr es richtig gemacht habt. Warum mache ich das? Ich mache das deswegen, wenn man das selber hinschreibt, dann übt man 10-mal besser, als wenn man sich das vorkauen lässt. Also Pause. So, habt ihr es auch so? Ich habe das mal gehighlightet, damit es besser auffällt. Und zwar hier. Na, so, jetzt sieht man es besser. Und zwar die 1000 Gramm, das ist ein Kilogramm, die habe ich lieber in Gramm hingeschrieben. Warum? Werden wir gleich sehen. Das Z ist die 2, ne, zweiwertig. Und hier die Faraday-Konstante, die habe ich als Coulomb pro Mol. Unterm Bruchstrich steht das Mol hingeschrieben. Und jetzt kommt ein kleiner Trick und da werde ich dann hier auch wieder einen Link dazu anfertigen. Durch das Mal sage ich gerne. Also wenn ich hier die 63, tralala Gramm pro Mol hier unten habe, dann ist das ein Doppelbruch. Gramm durch Mol heißt es und hier ist ein durch, hier ist noch ein durch, dann wandert das Mol nach oben. Dazu werde ich noch, wie gesagt, diesen Link hier anfertigen, wer den Trick nicht kennt. So, was ist der Vorteil? Ich nehme jetzt mal einen roten Stift und jetzt gucken wir mal. Dieses Gramm und dieses Gramm jeweils durch Gramm geteilt ergibt eine 1. Das heißt, die Gramms fallen raus. Und dieses Mol und dieses Mol durch Mol gekürzt ergibt jeweils wieder eine 1. Fällt auch weg. Was bleibt übrig? Das hier. Coulomb. Coulomb ist ja die Einheit von der Ladung. Und jetzt ist es praktisch nur noch eine Frage des Taschenrechners. Und ja, das tippt mal ein. Denn jetzt könnt ihr die, braucht ihr euch um die Einheiten nicht mehr zu kümmern. Ihr tippt also 1000 mal 2 mal 96.000 und durch 63, ein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Pause. So, das kommt raus. Also 3.036.697,825 und noch weitere Coulomb. Das ist die Ladungsmenge, die nötig ist für dieses eine Kilogramm Kupfer überhaupt. Und jetzt Vorschlag, jetzt macht das gleiche mal. Ich weiß, jetzt könnte man sagen, das geht schneller. Zeige ich zum Schluss nochmal. Jetzt macht das gleiche mal mit dieser Formel bis zum Ausrechnen und errechnet mal die Stromstärke. Also setzt schön ein, wie wir das eben gemacht haben. Und dann sehen wir uns wieder. Pause, Taste drücken. Na, vielleicht gibt es Probleme. Denn wenn ich das alles einsetze, steht hier unten eine Stunde. Und hier kürzen sich zwar, ich mache das jetzt nochmal schnell wieder wie gehabt, ne? Also es kürzen sich ja hier die Mols raus. Das ist bis dahin in Ordnung. Die Gramm, die kürzen sich auch heraus. Das ist gut. Aber Igitt, was mache ich jetzt hier mit? Ja, man sollte sich erinnern, dass ein Coulomb gleich eine Ampersekunde ist. Ah, warum denn nicht das? Also schreiben wir hier statt Coulomb, das kann man wieder dahinter schreiben, Ampersekunde. I, hier habe ich aber eine Stunde. Na und, dann schreibe ich hier 3600 Sekunden hin. Und siehe da, jetzt muss ich aber doch mal eine andere Farbe nehmen. Jetzt kürzen sich die Sekunden heraus. Und ich habe hier, die Einheit bleibt übrig. Ampere, ne? Stromstärke in Ampere. Und jetzt kann ich wieder den ganzen Kram eintippen. Und ich mache jetzt mal gleich weiter. Es kommen dabei rund 843,527 Ampere heraus. Das habe ich vorhin mit dem Taschenrechner dann schon eingetippt. So, schön. Bis dahin gut. Wie kann man aber jetzt kontrollieren, ob das eine und das andere auch wirklich zusammenpasst? Und da, na komm, und da könnte man jetzt Folgendes überlegen. Die Aufgabe war ja zufälligerweise immer mit der gleichen Masse behaftet. Das heißt, ich könnte doch hierzu auch sagen, das sind diese 3 Millionen, 3 Mio, mache ich mal rund, Coulomb, und dann schreibe ich mal Ampersekunde hin. Ja, ist ja die Einheit. Und wenn ich jetzt sage, verdammt nochmal, was muss ich machen? Weil ich ja die gleiche Menge Kupfer habe, ein Kilogramm und eine Stunde, na dann versuche ich doch mal, und das könnt ihr selber machen. Ihr könnt nämlich diese Zahl dann durch was teilen? Na, durch 3600 Sekunden. Dann fliegen die Sekunden raus und dann habe ich den Strom. Und dann merke ich, dass es wirklich die gleiche Ziffernfolge 843, tralala dabei herauskommt. Dann habe ich in diesem Fall das hier praktisch als Probe gemacht, ob ich
richtig gerechnet habe. Warum habe ich aber trotzdem jetzt diese beiden Wege genommen? Also einmal so und einmal so. Erstens übt es für euch, also das ist günstiger, ne, mit diesem ganzen Einheitenkram umzugehen. Und die andere Seite ist, es muss nicht immer in der Aufgabe immer die gleiche Menge und auch nicht immer Kupfer oder sonst was sein. Es kann ja auch sein, dass ich hier ganz andere Werte einsetzen muss und ganz andere Massen und ganz andere Zeiten und so weiter. Und dann kann man die Aufgabe also auf diese Art lösen. Na gut, ich hoffe, es hat geholfen. Hinterlasst Kommentare, ob ich noch was besser machen kann oder sonst was. Und ja, ich wünsche uns allen, dass wir wieder ein Stückchen klüger geworden sind. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich finde sowas immer ganz cool. Ich hoffe, bei euch war es genauso. Also, bis denn. Bis zum nächsten Video. Tschüss.